seit Jäger in der späteren Steinkirche bei Scharzfeld. Zuerst möchte ich Sie wieder einmal herzlich begrüßen und Ihnen die Steinkirche kurz vorstellen. Die steinerne Kirche bei Scharzfeld ist eines der ältesten Kult- und Kulturdenkmale Europas. Funde von Stein und Knochenwerkzeugen belegen, dass hier schon die altsteinzeitlichen Rentierjäger der letzten großen Eiszeit gerastet haben. Auch die Waldjäger vor etwa 5000 Jahren haben ihre Spuren dort hinterlassen. Wahrscheinlich haben auch die Menschen der frühen Eisenzeit den Ort schon als Kultstätte genutzt. Aus der Zeit sind Radreste von Bronzeringen gefunden worden. Um das Jahrtausend nach Christi haben Mönche des nahen Klosters Pölde dann in der Höhle eine Kirche eingerichtet, wie man noch heute an den von ihnen hinterlassenen sakralen Einrichtungen und Ausmeißelungen erkennen kann. In dem Vorhof der Steinkirche fand man neben Resten von gotischem Maßwerk und Dachziegeln auch ein später eingerichtetes mittelalterliches Gräberfeld, ähnlich den damaligen Friedhöfen bei Stadt- und Dorfkirchen. Doch wer mehr über die Geschichte und die mittelalterliche Steinkirche wissen möchte, der sollte mein Video »Schwarzfeld, das Dorf im Grünen« anschauen, in dem neben schönen Landschaftsaufnahmen auch die drei großen Sehenswürdigkeiten von Scharzfeld vorgestellt werden. Doch nun zu den Eiszeitmenschen in der steinernen Kirche. Es dunkelt schon, als ich die Steinkirche erreiche, wie sie heute genannt wird, deren wichtigster Raum jedoch in einer Klufthöhle untergebracht war. Der Name Höhlen oder Felsenkirche wäre vielleicht noch bezeichnender gewesen. Bedächtig lasse ich mich auf den Stufen des ehemaligen Altars nieder und lasse den Raum auf mich wirken. Nach und nach gerate ich immer mehr in einen traumhaften zeitlosen Zustand. Die geheimnisvolle Atmosphäre dieses Raumes hat mich in seinen Bann gezogen. In meiner Phantasie tauchen nie gesehene Bilder auf, die, längst vergessen, in den Tiefen unser aller Bewusstsein schlummern mögen. Die Vergangenheit dieses geheimnisvollen Ortes dringt immer mehr in mein Bewusstsein, ergreift von mir Besitz, und wird zur imaginären Wirklichkeit. Plötzlich sehe ich, dass im roten Schein des Feuers eine seltsame Gruppe Menschen auf Holzklötzen sitzt. Erstaunt bemerke ich, wie stark behaart die Männer auf der Brust und den muskulösen Armen sind. Bemerke, wie zerfranst ihre Bärte sind. Wahrscheinlich weil sie sich erst gestern gegenseitig bart und Haare mit einem messerscharfen Feuerstein gestutzt haben, denke ich. Ihre Kleidung ist unterschiedlich. Sie besteht entweder aus Fellen oder glattem Leder. Die Frauen und Kinder tragen bis zu den Knien reichende Kleider. Sie sind mit Sehnen vernäht. Und mit durchgezogenen Lederstreifen oder Perlen verziert. Die Frauen tragen auch feingeschnitzte, glückbringende Amulette an einer Halskette. Ihre Handgelenke zieren und schützen breite, geflochtene Lederarmbänder. Jede Frau besitzt auch einen fein gearbeiteten Lederbeutel, indem sie bestimmt ihre wichtigsten persönlichen Dinge aufbewahrt. Die Männer haben einen breiten Ledergürtel um die Hüften geschlungen, der an den Enden zu mehreren Riemen aufgetrennt und vor dem Bauch verknotet ist. In dem Gürtel stecken einige nützliche Dinge, unter anderem ein spitzes und scharfes Hirschhornmesser. Auf einem Holzgestell in der Nähe des Feuers haben sie lange dicke Pelzjacken abgelegt. Ich kann aber nicht erkennen, von welchem Tier sie sind. Ihre Schuhe sind bestimmt aus Rentierfell gefertigt. Sie werden um die Knöchel von Riemen gehalten. Innen werden sie im Winter noch zusätzlich mit Moos oder Gras ausgepolstert. Weiß ich vom Ötzi. Um den Hals tragen die Männer Ketten, die sie als große Jäger ausweisen. Es sind zumeist aufgereihte Krallen des riesigen Höhlenbären, aber auch Reißzähne anderer gefährlicher Raubtiere, sowie die Hauer des Keilers könnten es sein. Auch die Männer haben kleine Lederbeute bei sich, sie tragen sie um den Hals oder am Gürtel. Jeder hat seinen eigenen Zauber darin, er soll ihn auf der Jagd oder vor bösen Geistern beschützen. Denn es gibt Busch und Baumgeister, Berg, Fels und Höhlengeister, aber auch Fluss, Quell und Bachgeister müssen beachtet und verehrt werden. Die ganze Welt ist voller Geister, wenn jemand stirbt, sehen sie ja jedes Mal, wie das Leben ihn mit den letzten Atemzügen verlässt, um dann als Geist weiterzuleben. Natürlich gibt es auch böse Geister und vor denen müssen sie sich eben schützen. Und der Tod kommt oft zu ihnen, besonders zu den kleinen Kindern von denen nur die Stärksten und Gesündesten die ersten Jahre überleben. Da ist es nur gut, dass die Frauen jedes Jahr ein Kind bekommen. Doch nun fällt mir noch etwas auf. Es herrscht eine sehr bedrückte Stimmung in der Gruppe. Die Männer sitzen schweigend am Feuer und fertigen neue Speer oder Pfeilspitzen. Einer schabt an einer kleinen, fast fertigen Figur. Es ist eine gut genährte, sehr korpulente, nach seiner Meinung also gesunde Frau, mit großen Brüsten und einem dicken Bauch, an der er arbeitet. Eine glücksbringende Fruchtbarkeitsgöttin soll es werden. Sie wird seiner Frau bei der bevorstehenden Geburt beistehen. Er hat auch schon kleine Tiergestalten aus Holz oder Elfenbein angefertigt, die sie eines Tages teuer vertauschen wollen, denn keiner kann so wunderbar schnitzen und den Stein behauen wie er. Ein anderer bricht mit einer Hirschhornspitze Splitter auf Splitter aus einer steinernen Pfeilspitze, um sie zu schärfen. Eben ist er fertig und gibt sie zur prüfung an seinen nebenmann der fährt mit den daumen darüber nickt anerkennend und gibt sie zurück beruhigt klebt er die pfeilspitze mit pech aus verschweltem birkenholz in den geschlitzten pfeilschaft dann umwickelt er die verbindung in den kleber hinein fest mit einer sehne Stolz reicht er den Pfeil dann weiter. Jeder im Kreis begutachtet ihn und nickt ihm zu. Es ist eine blitzsaubere, gelungene Arbeit. Eine hochtechnische Waffe der Steinzeit ist fertiggestellt. Jeder dieser Männer beherrscht das gesamte Wissen seiner Zeit und könnte längere Zeit, völlig auf sich gestellt, allein überleben. Zwei Frauen bearbeiten still ein paar kleine Felle von Polarfuchs und Schneehase, denn kein großes Fell ist mehr zum Bearbeiten vorrätig. Eine der Frauen zermahlt zwischen zwei Steinen die letzten im Herbst gesammelten Gras, Lein und Wildgetreidesamen. Eine andere steht ihr Baby. Zwei weitere Frauen nähen mit feinen durchbohrten Knochennadeln an ledernen Kinderhemden. Alle sind in sich gekehrt und schweigsam. Selbst die kleinen Kinder spielen stumm am Höhleneingang mit ein paar bunten Kieseln. Sie haben alle Hunger, denn sie warten auf die Rentiere. Nach dem langen kalten Winter hätten diese eigentlich schon vor einem halben Mond aus den Tigerartigen Wäldern des Flachlandes am Ufer der Oder auftauchen müssen, um dann wieder auf die in anderen Jahren saftigen Weiden in den Tälern des Harzgebirges zu ziehen. Aber bisher hat sich kein Tier blicken lassen. Der Winter war einfach zu hart gewesen und der Boden ist noch immer stellenweise mit Schnee bedeckt und gefroren. Die Gruppe beginnt immer arger zu hungern, denn die Wintervorräte an getrocknetem Fleisch sind verbraucht und der letzte Samen wird gerade gemahlen. Außerdem hat ein Wolfsrudel, dessen Geheul man jede Nacht hört, auch noch alles Wild aus der Gegend vertrieben. Selbst die Fische in der Harzer Oder sind rar geworden, denn sie war im Winter an den vielen flachen Stellen bis auf den Grund gefroren. Außerdem müssen sie die wenigen Fische noch mit der Verwandtenhorde auf dem gegenüberliegenden Marlinberg teilen, wie der Schulenberg damals hieß. Doch es gibt einen weiteren Grund für ihre angstvolle Stimmung. Dort hinten vor der Felswand, wo der aufsteigende Rauch nicht mehr, die Wärme des Feuers aber noch hinreicht, liegt leise stöhnend ein Verletzter auf einem pelzbedeckten Reisighaufen. Es ist Tolkmar, einer der mutigsten und geschicktesten Jäger der Gruppe. Er steht schon als Nachfolger des listenreichen alten Anführers Weisan fest. Denn Machtkämpfe kann sich die kleine Horde nicht leisten. Sie können nur überleben, wenn Sie und die Nachbargruppen eine bestimmte Anzahl Menschen nicht unterschreiten. Jetzt aber liegt die Hoffnung des kleinen Stammes da und ringt mit dem Tode. Eine uralte Frau, sie ist schon über fünfzig Jahre alt, beugt sich über ihn, um seine Wunde neu zu verbinden. Denn die eiszeitlichen Rentierjäger der Altsteinzeit, um die handelt es sich hier, haben ein unglaublich hartes und gefährliches Leben geführt. Älter als vierzig Jahre sind nur ganz wenige geworden, und wer über fünfzig war, galt eben schon als uralt. Die alte Ugo hat es jedenfalls geschafft, sehr alt zu werden, und sie ist dabei sehr klug und weise geworden. Sie ist die Kräuterfrau des gesamten Stammes, zu dem neben den Steinbergleuten hier in der Höhle noch die Menschen vom Marlimberg gehören. Den Winter haben sie jedoch gemeinsam in der Tropfsteinhöhle der heutigen Einhornhöhle verbracht. An allen drei Plätzen hat man in unserer Zeit Steinwerkzeuge und sogar Nähnadeln und Pfeilspitzen gefunden. Doch nun muss ich wieder beobachten, was die alte Heilerin macht. Aha, sie streicht gerade vorsichtig einen Brei aus zerstoßenen Heilpflanzen auf die breite Bauchwunde und den zerfetzten Arm. Nun lässt sie sich von Frieda mehrere größere Blätter reichen und deckt den Brei ab. Frieda ist ihre Tochter und Nachfolgerin, die sie nach und nach in alle Geheimnisse der Heilkunde einführt. Frieda ist schon jetzt von einem Geheimnis umgeben, denn noch nie hat jemand bei Ugo einen Mann gesehen, aber braucht eine mit mysteriösen Mächten verbündete Frau, die mit den Seelen der Toten genauso spricht wie mit Pflanzen, Büschen und Bäumen, überhaupt einen Mann? Sind nicht Wesen bei ihr zu Gast, die man erahnen, aber nicht sehen kann? Alle außer dem alten Weisahn glauben das. Ugo! Hebt den Kopf des Kranken und flößt ihm aus einem Lederbecher einen dickflüssigen Saft ein. Schon kurze Zeit später hört Teugmar auf zu stöhnen und ein Lächeln umspielt seinen Mund. Auch die Farbe kehrt in sein Gesicht zurück. Bald darauf schlägt er sogar die Augen auf, schließt sie aber vor Schreck gleich wieder. Denn er hat in das Antlitz zweier Totenvögel geschaut. Doch er ist ein mutiger Mann, auch jetzt noch, und will Gewissheit haben. Dieses Mal blinzelt er mit den Augen, bevor er sie öffnet. Wieder schaut er in zwei große, etwas seltsame Augenpaare. Doch gleich darauf sieht er klarer und stellt erleichtert fest, dass die seltsamen Augen zu Ugu und ihrem Rauffußkauz gehören. Sie hat den Vogel auf der Schulter und jetzt starren sie ihn beide an. Und tatsächlich sind sich die beiden im Laufe der Jahre immer ähnlicher geworden. Bei dem Vogel sind die großen Augen zwar von weißen Federn umrahmt, aber Ugus weiße, das Gesicht halb verbergende Haare vermitteln den gleichen Eindruck. Zudem ist Ugos schmale, über dem zahnlosen Mund hängende Hakennase eine fast perfekte Imitation des krummen Eulenschnabels. Verbirgt bei dem Kauz ein gesprenkeltes Federkleid den faltigen Hals, so ist es bei Ugo ein Dachsfell. Doch was kann Ugo ihm gegeben haben? Diese Steinzeitmenschen lebten seit vielen Jahrtausenden in völligem Einklang mit der Natur und von der Natur. Das Wissen um die Nutzbarkeit und Heilkraft der Pflanzen wurde von Generation zu Generation vertieft und weitergegeben. Und es waren Frauen wie Ugo oder auch Schamanen, die die Geheimnisse hüteten und an ihren Nachfolger weitergaben, denen dann aufgrund ihres Wissens übernatürliche Kräfte zugesprochen wurden. Natürlich wussten sie auch um die betäubende oder psychedelische Wirkung einiger Gewächse. Teukma bekam wahrscheinlich einen Extrakt aus mehreren Pflanzen oder von Tieren vielleicht aus Weidenrinde, die eine Penicillinähnliche Substanz enthält, oder ein Raune, Fliegenpilz, Teukirsche, Besenkraut, oder aus dem Rückenhautsekret von Kröten, das Bufotonin enthält, ebenfalls eine Rauschmittel. Das sind übrigens die Mittel, aus denen später die angeblichen Hexen natürlich anders dosiert, ihre Salben mischten, um sich damit am ganzen Körper einzureiben. Kurze Zeit nach der Einreibung glaubten sie dann fliegen zu können und die tollsten orgiastischen Erlebnisse zu haben. Das mag einer der Gründe gewesen sein, warum sie später in peinlichen Verhören zugaben, diese Erlebnisse wirklich gehabt zu haben. Es ist anzunehmen, dass auch diese Frauen, über viele Generationen von Heilern, letztendlich ihr Wissen von den steinzeitlichen Kräuterfrauen und den Schamanen erhalten haben. Aber bei diesen Gedanken habe ich plötzlich eine Vision. Es sind nur wenige Bilder, die schnell vorübergehen, aber ich weiß jetzt, was Teugma zugestoßen ist, und das möchte ich nun erzählen. Da es den Jägern schon längere Zeit nicht gelungen war, ein größeres Wild aufzuspüren, hatten sie sich die letzten Tage von Wildkräutern und einigen Wurzeln ernähren müssen. Teugma ist es nun endgültig leid, untätig auf die Rentiere zu warten. Sorgfältig bereitet er sich auf einen längeren Jagdausflug vor, er überprüft, ob sich die überlebenswichtigen Dinge wie einige Riemen, Sehnen, Ersatzpfeilspitzen, Messer, einige Wurzeln und die Gerätschaften zum Feuermachen in seinem Jagdbeute aus Fuchsfell befinden, und befestigt ihn rechts an seinem Gürtel. Den Lederköcher mit den Pfeilen befestigt er links am Gürtel, damit er die einzelnen Pfeile mit der rechten Hand blitzschnell herausziehen kann. Dann steckt er noch sein Steinbeil in eine Lederschlaufe hinten am Gürtel und wirft sich die dicke Felljacke und den langen Bogen aus Eibenholz über. Zuletzt greift er sich seine Pelzkappe und zieht sie mit beiden Händen fest über den Kopf. An ihrer Rückseite sind Reißzähne von Fuchs, Wolf und Bär befestigt. Sie werden ihm auf der Jagd die List des Fuchses, die Schnelligkeit und Ausdauer des Wolfes sowie die Kraft des Bären verleihen. So ausgerüstet geht er mit ruhigen, gemessenen Bewegungen, denn jede Hetze ist ihnen allen völlig fremd zu seinen Speeren. Er nimmt einige prüfend und abwägend in die Hand und entscheidet sich für den kürzesten, aber stabilsten, den er auch zur Bärenjagd nimmt. Tolkma ist ein besonders beherrschter Mensch, ein geborener Führer, oft genügt eine Handbewegung von ihm, um den anderen zu zeigen, was sie zu tun haben. Und sie tun es ohne Widerspruch. Allerdings verstehen sie sich ohnehin oft ohne Worte. Es scheint eine Art Gedankenübertragung zwischen diesen so eng verbundenen Menschen stattzufinden. Doch auch eine kaum bemerkbare Bewegung, etwa das Heben einer Augenbraue, genügt, um den oder dem anderen bildlich etwas mitzuteilen. Man hat sich gegenseitig ins Bild gesetzt. Der andere Mensch weiß dann genau Bescheid. Er ist gebildet. Mit festen Schritten verlässt Teugmar die Höhle. Einer wie er meldet sich nicht ab und blickt auch nicht zurück. Kurze Zeit später. Nachdem er im Felsdurchgang verschwunden ist, sehen sie ihn schon oben auf der Felswand. Er gleicht in seinem Pelz einem großen, zotteligen Bären, als er sich drohend gegen den Himmel abhebt. Bald darauf verschwindet er oben auf dem Steinberg. Tolkmar blickt zum großen Knollen hinauf. Weiß und erhaben leuchtet die schneebedeckte Kuppe des großen Berges in der frühen Morgensonne. Er weiß, daß es dort oben am Südhang ein Dickicht gibt, in dem sich noch Wildschweine aufhalten könnten. Bei dem Gedanken an einen fetttropfenden braunen Schweinebraten am dicken eichenen Bratspieß läuft ihm das Wasser im Mund zusammen und er beschleunigt seine schritte noch einen prüfenden blick schickt er noch zum nachbarberg hinüber und erkennt dabei einen beobachtungsposten auf dem höchsten felsen. auch die marlinleute warten sehnsüchtig auf die rentiere. marlin ist der mächtige zauberer ihres stammes. er ist in der lage die rentiere herbeizurufen. Indem er ihre Seele in Bildern auf die Wände der Einhornhöhle band, die alle leider durch die Feuchtigkeit in der Höhle in den vergangenen vielen tausend Jahren längst wieder verwittert sind. Deutlich kann Tolkmar auch die von der Sonne gebleichten Felle unter dem weit überhängenden Felsendach des Marlinberges des jetzigen Schulenbergs erkennen, Tolkmar weiß, daß man sie als Wind- und Wetterschutz an dichtstehenden Buchenstangen befestigt hat. Jetzt hat der Posten ihn auch erspäht und winkt ihm freundlich zu. Er winkt kurz zurück und eilt weiter den gemächlich ansteigenden Bergkamm hinauf. Gleich darauf ist er im Nadelwald verschwunden. Leicht und unhörbar sind seine Schritte auf dem weichen Waldboden. Ab und zu bleibt er stehen, um zu lauschen oder die Luft witternd einzuziehen. Geschmeidig und voll verhaltener Kraft sind seine Bewegungen, denn seine Muskeln und Sehnen sind durch das harte Leben genauso stark und geschmeidig wie die seiner großen Beutetiere. Und tatsächlich ist er jetzt wie ein großer, einsamer Wolf auf der Jagd, und er ist ein furchtbarer Gegner. Bald darauf kommt er an einem Punkt, von dem mehrere Wildpfade sternförmig auseinandergehen. Sie nennen ihn den großen Stern. Da keine frischen Wildspuren zu erkennen sind, bleibt er auf dem Höhenpfad zum großen Knollen. Es ist Ende Mai, überall liegen noch Schneereste, die weiter oben zu einer stetig höher werdenden, geschlossenen Schneedecke werden. In dem nassen Schnee kommt er nur noch langsam voran, erreicht aber doch nach zwei Stunden sein Ziel, von dort oben kann er weit unten seine beiden Heimatberge und das Harzvorland überblicken. Vorsichtig beginnt er das fast undurchdringliche Gebüsch zu umgehen, stößt aber schon nach 200 Schritten auf eine frische Fährte. Mit einem Blick sieht er an der Größe und Tiefe der Abdrücke, dass es sich um einen gefährlichen Gegner handelt. Es ist ein großer, schwerer Keiler. Doch ohne einen Moment zu zögern, dringt er gebückt in das Dickicht ein. Durch den knirschenden Schnee und die hemmenden Büsche kommt er nicht lautlos voran, und so muss er befürchten, dass er erwartet wird. Die Fährte überquert jetzt eine kleine Lichtung. Er zieht prüfend die Luft ein, und sofort steigt ihm der scharfe Keilergeruch in die Nase. Also hey, da steckst du, denkt er noch, und wird im gleichen Augenblick völlig unerwartet von der Seite angegriffen. Die Wucht des Aufpralls ist so stark, dass Teutma die Beine weggerissen werden, und während er noch fällt, stößt der Keiler schon mit einer schnellen Bewegung des Kopfes zu, erwischt ihn aber nicht richtig. Doch als Teutma den Boden erreicht, verspürt er fast gleichzeitig einen brennenden Schmerz. Er weiß sofort, dass der Keiler ihm jetzt mit einem seiner Hauer Haut um Fleisch des Oberschenkels aufgerissen hat. Er krümmt sich zusammen und stößt das vor Wut laut schnaubende Tier mit den Beinen weg. Doch schon greift der Keiler wieder an. Doch er rollt sich blitzschnell zur Seite. Der Keiler rast vorbei, wirft sich herum und ist bereit zu einem neuen Angriff. Doch inzwischen ist Teutmar mit der Geschmeidigkeit einer Katze wieder auf den Beinen. Mit einer blitzschnellen, hundertfach bewährten Bewegung hat er das Steinbeil in der Hand und schmettert es seinem wutschnaufenden Gegner auf den Schädel. Wie vom Blitz getroffen bricht der Keiler mit einem grellen Quieken zusammen. Mit einem Satz ist Teugma bei seinem, bei dem Angriff davongeflogenen Speer und stößt ihn mit Anlauf dem Gegner ins Herz. Der Keiler zuckt noch einen Moment mit den Läufen und liegt dann still. Schwer atmend steht Tolkmar vor seinem Gegner und entschuldigt sich, dass er ihn hat töten müssen, denn er will verhindern, dass dessen Geist ihn verfolgt und künftig jeden Jagderfolg verhindert. Daher kniet er auch noch neben ihm nieder und erklärt ihm ausführlich, wie nötig es war, ihn zu töten, da sie andernfalls alle hätten verhungern müssen. Erst jetzt geht er daran, seine inzwischen stark blutende Wunde zu untersuchen. Dabei stellt er fest, dass sich sein aus kleinen Fellen mit Sehnen zusammengenähtes rechtes Beinkleid bei dem Angriff vom Lennenschutz losgerissen hat. Die Wunde scheint ziemlich tief zu sein. Er bewegt prüfend sein Bein und stellt befriedigt fest, dass zwar einige kleine Adern, aber keine Sehnen oder größere Muskeln durchtrennt sind. Doch die herabgerutschte Beinröhre und sein Schuh sind blutverschmiert. Auf die Schmerzen achtet er nicht. Er hat schon schlimmere klaglos ertragen. Gelassen nimmt er einige heilende Blätter und weiche Lederstreifen aus der Jagdtasche und verbindet die Wunde. Das starke Bluten lässt bald darauf nach und hört dann ganz auf. Er weiß, dass das Blut jetzt geronnen ist und eine Kruste gebildet hat. Die alte Ugo ist doch ein richtiger Segen für uns, murmelt er dankbar. Auch wenn er die Wunde nicht weiter beachtet, als er sich niederbeugt, um das Wildschwein zu zerlegen, wird er doch an sie erinnert, denn erneut sickert etwas Blut heraus und läuft ihm warm am Bein hinunter, wobei das inzwischen wieder befestigte Beinkleid noch mehr durchdrängt wird. Doch er will die beiden Hinterkeulen unbedingt mitnehmen und so macht er unbeirrt weiter. Die übrig gebliebenen Fleischstücke bindet er an zwei junge Birken, die er jedes Mal unter Schmerzen heruntergebogen und an nahen Nachbarstämmen befestigt hat. Als er sie losbindet, schnellen sie mit der kostbaren Last wieder in die Höhe. Die beiden blutigen Keulen bindet er zusammen und hängt sie sich über die Schulter. Das alles hat wegen seiner Verletzung doch mehr Zeit gekostet als normal, und der Heimweg ist lang. Ein Blick zur Sonne zeigt ihm, dass er sich beeilen muß, wenn er die Höhle noch bei Tageslicht erreichen will. So schnell er kann, steigt er den Berg hinab und erreicht auch glücklich den flacheren Pfad. Doch durch den Blutverlust ist er jetzt schon müde, und die Füße werden ihm allmählich schwer. Aber Tolkma hat schon ganz andere Verletzungen überstanden, und sein Körper ist an Strapazen gewöhnt. So schwer es ihm auch fällt, er geht mit seiner Last Schritt für Schritt unbeirrt weiter. Erleichtert stellt er schließlich fest, dass er nicht mehr weit vom großen Pfadstern entfernt ist. Doch die Erleichterung währt nicht lange. Ein schauriger Ruf lässt ihn erstarren. Lauschend bleibt er stehen. Erst ein Wolf, dann immer mehr stimmen nun ihre schwermütige, heulende Klage an. Sollte das hungrige Wolfsvolk auf ihn und seine blutige Last aufmerksam werden, wäre er in seinem jetzigen Zustand verloren, das ist ihm klar er muß so schnell wie möglich den steinberg erreichen doch das ist mit den schweren hinterteilen nicht möglich so wuchtet er schweren herzens die hälfte seiner jagdbeute in die höchste astgabel hinauf die er erreichen kann doch ihm ist bewusst daß sie dort vor wölfen höchstwahrscheinlich sicher ist aber nicht vor Bären, Luchsen und Wildkatzen. Im Westen setzt die schon tiefstehende Sonne den gesamten bewölkten Himmel in Flammen. Er genießt das grandiose Schauspiel noch einmal und weiß, es ist vielleicht das letzte Mal. Entschlossen geht er dann in Richtung des Bremketalts hinunter. Um den gerade verlassenen Höhenzug zwischen sich und die Wölfe im Rotetal zu bringen. Doch schon auf halber Höhe des Berghanges hört das klagende Heulen plötzlich auf. Es wird völlig still. Doch dann setzt ein völlig anderes, wütendes Heulen ein, das mir einem Jaulen gleicht. Da weiß der erfahrene Jäger, dass der Wind den Blutgeruch in das Tal getragen hat. Jetzt ist er das Wild, die Jagd auf ihn hat begonnen. Er weiß auch, dass die Wölfe den Menschen normalerweise scheuen, aber nach diesem harten Winter bestimmt genauso hungrig sind wie sie selber, und daher alles Lebendige jagen, was ihnen fressbar erscheint. Es kann aber auch sein, dass sie bisher nur den Blutgeruch wahrgenommen haben. Neue, unerklärliche Kräfte fließen ihm zu und er eilt steil bergab durch den Wald. Er denkt überhaupt nicht daran, seine Last abzuwerfen. Doch es dauert nicht lange und die Jäger haben den Bergkamm erreicht. Es kommt ihm vor, als würde das Jagdgeheul der hungrigen Meute jetzt in ein Freudengeheul umschlagen, als sie seine Spur aufnehmen. Doch dann herrscht plötzlich wieder absolute Stille. Auch die vertrauten Geräusche des Waldes scheinen verstummt die wölfe wissen er kann ihnen nicht mehr entgehen und sie fliegen wie graue todesschatten schweigend durch den wald heran teugma sieht sie voller verzweiflung immer wieder um und dann nimmt das grauen gestalt an zwei riesige wölfe hecheln dem rudel voraus er kann schon die großen weißen Reißzähne in den aufgerissenen Fängen blitzen sehen. In wenigen Augenblicken müssen sie ihn erreicht haben. Ich schaffe es nicht mehr, denkt er noch. In der Höhle herrscht schon seit Stunden eine große Unruhe. Immer wieder sind einige von ihnen während dieser Zeit auf den Steinberg gestiegen, und haben in die Richtung der großen berge geschaut so als könnten sie teugma dadurch herbeizwingen um teugma haben sie sich noch nie gesorgt wenn er allein auf jagd ging aber dieses mal haben sie eine unerklärliche angst um ihn nur ugo sitzt den Kauz auf der schulter schon seit stunden schweigsam und unbeweglich auf ihrem holzklotz scheu schauen sie ab und zu in ihre richtung wagen aber nichts sie zu stören denn sie wissen daß sie abwesend ist doch endlich bricht sie ihr schweigen er ist in großer gefahr ihr müßt sofort gehen wohin denn rufen gleich mehrere »Ihr werdet es rechtzeitig hören.« »Gut, dann ruf Marlins Leute«, befiehlt Weisan dem Trommler. Der eilt sofort zu einem hohlen Baumstamm, greift sich zwei dort liegende Holzschläge und bearbeitet den Stamm in einem bestimmten Takt. Bald darauf laufen am gegenüberliegenden Berg die ersten bewaffneten Männer den Hang hinunter Richtung Steinberg. Der Trommler hat ihnen mitgeteilt, dass Gefahr droht. Oben auf dem Berg hören sie dann von ihren Verwandten, was Ugo erklärt hat. Alle sind sich einig, dass Teugma in Lebensgefahr ist. Ugo weiß immer mehr, als sie sagt. Im Wolfstrab, den sie alle stundenlang durchhalten können, laufen sie auf dem Waldpfad dem großen Knollen entgegen. Kurz vor dem großen Pfadkreuz ertönt nicht weit vor ihnen das Geheul eines jagenden Wolfsrudels. Es kommt auf ihrem Pfad näher und näher, und dann sehen sie die grauen Schatten ins Bremketal abbiegen. Gleich darauf wird es unnatürlich still. Sie wissen alle, was die Stille bedeutet. Die Wölfe haben ihre Beute fast erreicht. In wilden Sprüngen jagen nun auch sie zutal. Nicht weit vor ihnen heult plötzlich ein Wolf auf, der gleich darauf jedoch wieder verstummt. Das ist Tolkmars Werk, ruft einer von ihnen. Und so ist es. Denn noch bevor die Wölfe ihn erreicht haben, erkennt Tolkmar, dass sich hinter den vor ihm liegenden Büschen ein steiler Abhang verbirgt. Er erreicht ihn mit ein paar Sätzen, schafft es jedoch nicht mehr, sich an den am felsigen Abgrund stehenden Büschen und an deren teilweise freiliegenden Wurzeln herunterzulassen und sich irgendwo festzukrallen. Und dann sind die Wölfe heran. Mit wilder Entschlossenheit stellt er sich zum Kampf, und erwartet den Angriff des ersten Wolfes. Als er ihn anspringt, wirft er sich zur Seite und zerschmettert ihm mit dem Steinbeil das Rückgrat. Im gleichen Moment verbeißt sich der zweite in seinem linken Oberarm und reißt das Fleisch bis auf den Knochen auf. Teugmar fällt nach hinten über und im Kampfverein stürzen sie beide den fast senkrechten Steil lang hinunter. Der schwere Hinterschinken folgt ihnen, des Öfteren aufschlagend in großen Sprüngen. Die beiden Kämpfer kommen bei Bewusstsein unten an und dem Wolf gelingt es, sich in seinem Bauch zu verbeißen. Mit einem Schmerzensschrei zieht Teugmar sein Hirschermesser und stößt es dem rasenden Tier mit letzter Kraft in die Rippen. Erst jetzt lässt sein furchtbarer Gegner los und versucht zu entkommen, bricht aber nach wenigen Schritten tot zusammen. Zur gleichen Zeit sind seine Stammesgenossen oberhalb des Abgrundes angekommen. Noch im Laufen schießen sie ihre Pfeile auf die sofort fliehenden Wölfe ab und treffen mehrere tödlich. Teugmers Absturz können sie jedoch nicht mehr verhindern, aber sie sehen beruhigt, dass er dem Wolf noch selber mit dem Messer töten kann. Als Tolkmar die Geräusche hört, blickt er nach oben und erkennt seine Leute. Wie durch einen weißen Schleier sieht er noch, dass sie ihm beruhigend zuwinken. Dann wird der Schleier schwarz und er bricht bewusstlos zusammen. Wenig später sind sie bei ihm und verbinden mit weichem Leder und einer Moosart, die Entzündungen verhindert, notdürftig seine Wunden. Nachdem er versorgt ist, tragen sie ihn behutsam auf einem Fell in die Höhle und legen ihn auf sein Lager. Ugo untersucht sofort seine Wunden und beginnt mit der Behandlung. Erst jetzt erkennen alle, wie schwer er verletzt ist. Mehrere Tage liegt Teugma ohne Bewusstsein, und als er erwacht, schaut er, wie schon berichtet, in Ugus große Eulenaugen. Noch ganz unter dem Eindruck des Kampfes sagt er zu Ugu: Ihr Hunger und der Blutgeruch von mir und dem Fleisch müssen sie verrückt gemacht haben. Hugo antwortet nur Ganz ruhig, das ist schon viele Tage her. Sie weicht kaum von seinem Lager, immer wieder steckt sie ihm kleine Bissen seiner Jagdbeute zu und legt neue Verbände an. Bald geht es ihm besser und er berichtet von dem Wildschwein Resten oben an den Birken, und in der Baumgabe. Wieder sind Tage vergangen, das von den Birken geholte Fleisch ist verzehrt, und die Menschen beginnen erneut schrecklich zu hungern, besonders die Kinder leiden fürchterlich. Da ertönt eines Morgens aus der Richtung der großen Felsen der Schrei des Steinadlers, kurz darauf folgt ein weiterer Schrei, er tönt vom Marlinberg herunter. Sofort sind alle auf den Beinen, jeder weiß, was die geltenden Rufe zu bedeuten haben. Die Zeit der Not ist vorbei, die Rentiere sind da. Die Männer greifen zu ihren Waffen und eilen auf die erste Felskuppe des Steinberges. Frauen und Kinder kommen langsamer nach. Der dort stehende Posten zeigt wortlos in das Odertal hinunter. Eine Herde von mehr als hundert Tieren zieht langsam, hier und da rupfend, das Ufer entlang den Bergen entgegen. Ein Blick zum Malinberg, auch dort aufgeregte Vorbereitungen. Der Fluss ist durch das Schmelzen der eiszeitlichen Schneemassen im Harz. Stark angeschwollen und füllt fast das ganze Tal aus. Mit hoher Geschwindigkeit jagen die braunen Fluten, Äste und ganze Bäume mit sich reißend, das Tal hinunter. Nur ein schmaler, höher gelegener Wiesenstreifen bleibt vor den Bergen frei. Jetzt läuft ein eingespielter Plan ab. Die besten Jäger beider Gruppen verbergen sich hinter Büschen und Bäumen versteckt an der schmalsten Stelle des Bremketals. Drei weitere Jäger sperren den schmalen Wiesenstreifen neben der Oder in Höhe des Marlimberges ab. Sobald die Renntiere den Eingang zum Bremketal erreicht haben, wird auch hinter ihnen unterhalb des Steinberges der Rückweg die Oder entlang versperrt. Den Tieren bleibt nur noch der seitliche Fluchtweg in das Bremketal. Hätte man sie neben der Oder angegriffen, wären sie in Panik in den Fluss gesprungen und die meisten wären wohl ertrunken. Sobald die Rähne das abzweigende Bremketal erreicht haben, Stürmen die absperrenden Jäger von hinten und vorne mit Gebrüll auf sie ein. In panischer Flucht jagen die Tiere das freie Tal hinauf und laufen direkt in die Speere und Pfeile der an einer Engstelle auf sie wartenden Jäger. Der Tod hält reiche Ernte unter ihnen. Am Abend brennt vor der Steinkirche ein großes Feuer. Die Jäger tanzen den Tod der Rentiere, um deren Seelen zu besänftigen. Anschließend werden den Göttern und den Geistern ihrer Ahnen wohlriechende Rauchopfer des über dem Feuer schmorenden Fleisches gebracht, damit sie nicht neidisch werden. Das angekohlte Fleisch aber verzehren die Jäger selber erst dann beginnt das allgemeine große essen, an dem auch teugmar schon wieder teilnehmen kann. nur ugo und der kauz sitzen wie immer im halbdunkel der höhle und essen vorsichtig winzige kleine brocken zarten fleisches. beide sind sie zu alt und zu klug, um sich zu überfressen. Satt und zufrieden sitzen und liegen sie alle anschließend noch lange um das große Feuer herum und lauschen den Erzählungen der Ältesten. Das Überleben ist mit dem Erscheinen der Rentiere für viele Monate gesichert, und an den nächsten Winter mag keiner denken. Auch ich nicht, und so schleiche ich mich, um die Geister unserer Ahnen nicht zu stören, langsam davon.